Ja, zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium Conflict Remastered Edition auf Seiten der Nod. Nachholmission, Leute. Und ja, jetzt, wir waren hier beim letzten Mal tatsächlich in dieser Orca-Mission unterwegs und wir müssen mit diesem Orca jetzt da oben das Dorf platt machen. Allerdings bin ich mir unsicher, ob ich den so krieg. Ob ich das so krieg da. Ja, das wird knapp, Leute. Das wird sau knapp. Auch wegen dem Raketenwerfer da oben. Aber, Leute, ich denke mal, das kriegen wir hin. Ich habe allerdings die Befürchtung, mir ist nämlich beim letzten Mal was aufgefallen. Und zwar, dass ich da vielleicht den Bauhof hätte einnehmen sollen, damit ich mir einen zweiten Orca bauen kann. Ja, da bin ich mir jetzt unschlüssig, ob ich das überhaupt noch schaffe mit dem einen. Die Frage ist halt auch, ist das alles hier? Ne, das ist ja das Ding. Die Frage ist das alles? Leute, was passiert denn, wenn ich dieses Ding hier platt mache? Ja, wir brauchen Silos, keine Ahnung, Baupanzer. So, liebe Leute, das Schiff, das kann ich ja platt machen eigentlich, ne, mit dem Panzer. Das Schiff, das könnte ich platt machen. Allerdings muss ich da auf dieses Minikin da aufpassen, ey. So. Dann mach die beiden Gebäude platt. So. Was bringt das, wenn ich die Sachen hier kaputt mache? Ziviles Gebäude. Ja, liebe Leute, Sonntagabend. Ich habe tatsächlich die Aufnahmesession aufgeteilt. Jetzt, und zwar tatsächlich auf Sonntag und Samstag. Das heißt, oh Mann, dass der Typ hier jetzt da steht, das gefällt mir gar nicht, Leute. Ja, das heißt, ich werde im Laufe des heutigen Tages halt zwei Folgen aufnehmen. Und ja, den Rest dann halt morgen machen. Ach Quatsch. Doch, Dino Crisis werde ich morgen aufnehmen, genau, Dino Crisis 2. Und ja, genau, dann. Oh Mann! Oh Gott! Alter! Okay. Stell den bitte da oben hin. Und die drei auch. Oh Mann, ey. Der Orca, der ist fast platt. Ich glaub's nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt doch gut geht. Weil da dieser scheiß Raketensoldat steht da. Der macht mir Angst hier. Okay, flieg heim. Oh, Gottes Willen. Da muss ich jetzt echt ein bisschen sneaken hier. Interessant, Leute. Muss ich jetzt echt ein bisschen sneaken mit dem Raketenfuzzi. Und ja, Leute, es kann sein, dass ich die Mission leider nochmal neu starten muss, weil ich weiß nicht, ob ich das so noch schaffe. So, schieß auf das Schiff da. So. So, schieß auf das Schiff, mach das platt. So, wenn er das nächste Mal vorbeikommt, ist er platt. Sehr gut. Komm, bleib da stehen. Und ja, da muss ich jetzt gucken, dass ich das da irgendwie. Ne, da kommt er schon wieder. Da kommt er schon wieder, der Penner. Dann flieg wieder heimlos. Der Raketensack, der geht mir so auf die Pisse, ey. Aber, jo, Leute. Oh, wartet mal. So. Ich hatte gerade aus Versehen meinen Kopfhörer. Ach, Leute, was willst du denn jetzt? Mein Kopfhörer ausgesteckt. So. Alter. Boah. Ich darf mich jetzt von dem nicht mehr treffen lassen, ey. Ja. Shit. Das war's. Das war's. Kann ja keine Orcas nachbauen. Spielladen, Leute. Dieser scheiß Raketentyp. Das kann es ja wohl nicht sein, ey. Dass mich der eine Typ da so von der Beendigung dieser Mission hindert, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ey. Aber gut, irgendwie muss ich das jetzt hinkriegen hier. Ah, Moment. Moment. Bleib mal bitte hier. Weil das Schiff da, das kann ich überhaupt nicht gebrauchen.
So, wenn der gleich weg ist, dann flieg hin und schieß drauf da. So. Und flieg heim. Sehr schön. Alles klar, liebe Leute. Und ja, dann freue ich mich natürlich wieder, dass ihr hier dabei seid bei Command & Conquer Remastered. Und ja, in Zeiten von Corona und Ausgangssperren. Wobei, es wird ja ein bisschen, ich glaube, es kommen bessere Zeiten gerade auf uns zu. Ich habe das irgendwie im Gefühl, liebe Leute. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Pandemie bald zu Ende ist. Frag mich nicht warum, ich habe es einfach im Gefühl. So, mach den platt. Mach den kaputt. So. Sehr schön, Leute. Gut. Dann kaputt machen da los. Und drauf da. Sehr schön. Okay, dann macht das Haus da im Arsch. Babam. Babam. Genau, und hier noch. Babam. Und tschüss. Sehr gut. Ja, Leute, dann haben wir auch unsere Panzerchen hier zusammen. Aber die Frage ist halt... Wie geht das hier noch weiter, ne? Ich kann halt nichts an Einheiten bauen, ne? Also beziehungsweise keine Hubschrauber und so. Das gefällt mir gar nicht, ey. Ach du Raketen. Hure, Hure, ey, echt. Sorry für den Ausdruck, aber es nervt doch. Wenn man jetzt nur einen Orker zur Verfügung hat. Und drauf da, los. Und kaputt machen. Sehr schön. Der Kreuzer ist weg, liebe Leute. So, dann hoffe ich jetzt mal, dass ich zumindest Salas... Alter. Was macht der da, hä? Salas Haus da kaputt kriege. Und flieg weg. Boah, Gott sei Dank. Gut, liebe Leute, das speichere ich mal. Mission 7 Nord. Und, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es, wie es euch geht in diesbezüglich, aber ich habe das echt im Gefühl, ja, dass, bessere Zeiten auf uns zukommen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist gerade alles so, Lockerung und Öffnen, Öffnungsschritte. Ach, hör doch auf, Penner. Hau ab! Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich kann hier überhaupt nichts machen, ey. Ich habe hier einen Orker und, ja. Konstruktion fertig. Total sneaky, der Kack. Ich würde den halt so gerne plätten, ne? Diesen scheiß Raketentypen da. Der macht den Hubschrauber kalt jetzt. Einheit verloren. Ja. Leute, ich denke mal... Ich werde die Mission neu starten müssen. Ja, das geht, glaube ich, gar nicht anders. Ich werde diese Mission tatsächlich neu starten müssen. Weil ich muss, glaube ich, den Bauhof da unten mir schnappen. Ohne Bauhof geht da gar nichts, Leute. Denke ich zumindest, also. Ja, keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung, was die gerade... kaputt ist mit dieser Mission. So, dann fahrt er einfach drüber da. So. So, und ihr bitte aus der Reichweite von dem Schiff. Vielen Dank. Aus der Reichweite. So. Ganz genau. Aber ich kenne ja jetzt die Karte. Das heißt, das sollte ja nicht so lange dauern. So, dann, Leute, würde ich sagen, da kommt er angekackt hier. Ja, dann... Mach den platt, diesen Jeep. So, Wutz und hier, genau. Die beiden. Und bam, sehr schön. Alles klar. Uiuiuiui, dass die so viele sind, hätte ich jetzt auch nicht geglaubt. Hier ist noch ein Panzer, okay. Ah, ja, mit dem Motorrad kann ich eh nichts mehr machen. So, dann haben wir da seine Minikin. Hm.
Nimm dir mal die Gummipanzer und überfahr die mal. Jo. Einfach hier drauf. So. Ganz genau. Und dann machen wir jetzt weiter. Jetzt kommt er ausgerechnet jetzt mit seinem Sammler an. Oh nein. So, jetzt. Lass den Sammler in Ruhe. So. Puh, Leute. Was zur... Was kommt denn jetzt hier? Okay. Hilfe und so. Ich muss gucken, ob hier noch... Ach, ich habe das schon wieder vergessen. Ich habe die Mission gestern erst gespielt. Und ich habe das schon wieder vergessen. Ey, das gibt's hier wohl nicht. So. Nordmatt, komm bitte runter hier. Hier unten gibt's, glaube ich, noch einen Durchgang, ne? Ah, nein, Leute. Lasst dich nicht platt machen von denen. Um Gottes Willen. Genau, hier ist nämlich ein Durchgang. Seht ihr das? Seht ihr das? Dann kann ich mir jetzt nämlich diese beiden Panzer nehmen und da drüber fahren. Sehr gut. Und da drüber fahren. Nein, 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 nein. So. Kann ich mit denen hier unten hinfahren? Genau. Gut, dann kann ich mir zumindest ein paar Einheiten aufsparen. Das ist auch schon mal gut, ey. So, alles klar. Gut, da ist der andere Eingang von der Basis. Gut, dann würde ich sagen, fahre ich mal mit diesen beiden Gummipanzern nach vorne. So, genau. Und dann kann ich da... Ruf da. So, genau. Hilf mit den Jeeps noch hier. Und dann kann ich jetzt hier mich hier durchschießen. Oh, Gottes Willen. Ja, obwohl, ob ich das mit denen schaffe, ist sei dahingestellt jetzt. Ach du Scheiße. Der hat dann noch Kampfpanzer. Einiges am Mannequin eben. Meine Fosse. So. Aber das würde ich sagen, speichere ich einfach mal. Mission 7. Not. NOPD. Ah, klar. Nordosten Polizei, Police Department. Oder was hier. So, dann. Och, Grenadier. Ach, da ist doch ein Sack hier, ey. So. Flammenwerfer. Flammenwerfer. So. Und bam. Und drauf da. Sehr schön. Alles klar. Dann haben wir jetzt hier nämlich alle erledigt. Und holy fuck, schaut euch das an, Leute. Schaut euch das an. Der hat hier alles nein. Ach du Kackgrenadier. Ach, Gott sei Dank, zum Glück leben noch zwei. Weil die brauche ich jetzt für den Turm hier. Meine Güte. So. Und genau, mit vereinten Kräften, Leute. Ah. Wunderbar. Haha, schaut mal da, ich habe die alle rausgezogen. Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Ich habe aus Versehen drauf geschossen, ich Idiot. So, und hier. Und hier. Ach, so, sehr schön, Leute. Dann Invasoren. So, wie mache ich das jetzt? Oh, lasst es doch. Ja, toll. Wegen diesem dummen... Ach, Mann, ey. Ja, toll. Geh doch da rein. Geh da rein. Verdammt, ey. Scheiß. Oh, meine Uhr ist oben wieder weg. Ich habe noch 10 Minuten, glaube ich. Oder 14. Ja, machen wir wieder 14 draus. Ja, da muss ich jetzt irgendwie gucken, dass ich das hier irgendwie hinkriege mit den Einheiten, die ich hier habe. Ja, das ist noch beschissener als beim letzten Mal, ey. So. Mach diesen Schützen da weg. Und hier den Grenadier. So, bam. Sehr gut. Gut, Leute, ja, da dann kam ja da oben gleich noch einer raus, ne?
Wo kommt denn der? Ich glaube. So, genau. Und das frage ich mich eher ernsthaft. Da ist er doch. Da ist er doch, der Kollege. Dann überfahr den. Komm. Da ist er doch, der Kollege. So, mach den kaputt. Mach den platt. Ja, lass den ruhig noch eine Granate werfen, ey. Du bist mir auch ein Idiot, echt. So, ja, wie kriege ich jetzt die ganzen Einheiten da weg? Ich habe keine Ahnung, ey. So, mach die, nimm diesen Orca ein, nimm diese Energie ein. Und das Silo auf jeden Fall. Tiberian Sun, ne? Und die Manic-Fabrik, kann ich diese Basis hier einnehmen? So, dann kann ich mir jetzt noch zwei Invasoren bauen. Ja, da muss ich irgendwie... Warte mal, ich speichere dann nochmal. Mission 7 Not. Kann ich mit dem Bauhof mir Orcas bauen? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es gerade echt nicht. Aber gut. So, dann schwächt bitte diesen Panzer. So, Leute. Ich weiß gar nicht, ob ich hier Orcas bauen kann. Mit dem Bauhof. Das wird interessant gleich. So, wo bleibt denn sein Sammler? No mercy hier. Mercy ist for the weak hier, genau. Und ja, es ist, wir haben 10 vor 11. Ganz so lange bleibe ich auch nicht mehr wach heute nach der Aufnahme. Weil es ist ja eine neue Arbeitswoche, die morgen anfängt. Und naja, da muss man halt sich drauf vorbereiten. So, dann macht ihr bitte dieses Männchen da weg. So, genau. In the name of Kane. Kane lives, ja, genau. Oh Mann. Kane lives, ja. Okay, dann kann ich mit dem jetzt nach und nach hier die Manneken kaputt schießen, ne? Alter, was? So, sehr gut. Dann kann ich mit dem Invasor das hier einnehmen. Scheiße. Okay, okay. Schlacht. Schlacht und so. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Nimm den Sammler zurück. Oh, fuck. Oh, fuck, das war keine gute Idee. Scheiße. Zum Glück habe ich das hier unten gespeichert, ey. Ja, gut. Ah, gut. Oh Mann, vor dem Panzer. Das ist natürlich blöd. Ey. Aber was macht das für einen Sinn, wenn ich hier keine Orcas bauen kann? Mensch, nochmal. So, dann muss ich doch irgendwie... Wenn der Panzer platt ist, muss ich doch irgendwie diese Manneken platt fahren können. Zumindest mit einem meiner Gummipanzer. Ja, eigentlich schon. Babam, babam, babam. Was kann ich für Manneken bauen? Schützen. Grenadiere? Ah. 120, 60, 23, 24. Oh, da fehlen 3. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da fehlen 3 Dollar. So für. Okay, dann bau halt. 2 Grenadiere. So. Ja, da kommt der Sammler. Ich habe keine Lust jetzt noch auf den zu warten eigentlich. Mach das nochmal. So, dann. Dann fahr mit dem Panzer doch einfach. Das gibt's doch nicht. Und du fährst dich bitte nicht wieder da. So, und hier. Oh, Gott sei Dank. Geschafft. Oh mein Gott, Leute. Ich hab's geschafft. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab den Sammler gerettet, ey. Puh, sehr gut.
Ich hab das echt geschafft hier. Oh mein Gott, wie geil. Okay. So. Dann nehme ich mir jetzt noch zwei Invasoren. Und, ja, dann mache ich mit denen, diesen Turm da platt. Genau. Genau, so. Genau, Leute. Dann haben wir das. Ich war gespannt, ob ich da echt... Neue Bauoptionen. Energieniveau kritisch. Nee. Ich krieg hier keine Orcas zur Verfügung gestellt. Jawohl, Sir. Was für eine Verarsche ist das denn, Leute? Was soll das? Soll ich jetzt echt mit einem Orca hier... Geldmittel unzureichend. Natürlich, und die Kohle... Ah doch, die reicht noch sehr gut. Soll ich jetzt wirklich mit einem Orca da oben dieses Dorf kaputt machen, oder was? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Warum? Was zur... Hä? Ich habe doch die ganze Basis eingenommen. Jetzt habe ich hier einen Orca. Hä? Leute, was? 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 Das kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Wo ist hier die Lösung? Weil da oben, der hat hier, der sagt, der hat ja da dieses Raketenmännchen. Das Raketenmännchen kriege ich wahrscheinlich platt, aber, So, dann brenne ich mal diese Dinger hier nieder. Mal gucken, ob ich dadurch irgendwas kriege. Ich glaube aber nicht. Nee. Dann stellt euch mal bitte da oben hin und dann baue ich mal weitere Kampfpanzer, bitte. So, und dann müsste ich doch jetzt eigentlich hier dieses Raketenmännchen da oben wegkriegen können, oder? Das muss doch klappen. Oh, das klappt sogar. Das klappt sogar. Ach, okay. Das klappt sogar. Ja, gut. Wenn das so ist, Leute. Der schießt jetzt wahrscheinlich gleich auf uns. Ja, genau. Bevor ich ihn angreifen kann, ne? So. So. Du Penner, ey. Du Sackgesicht. Du schießt einfach auf mich drauf, bevor ich da auf dich schießen kann. Ja, danke schön. Du bist doch ein Sack, ey, echt. So, mach dieses Raketenmännchen weg. Mann. So, sehr schön. Dann habe ich jetzt hier mal in Ruhe. Babam. Und da kann ich jetzt hier in aller Ruhe dieses Dorf, glaube ich, platt machen, ne? Müsste eigentlich klappen, so. Die Frage ist jetzt allerdings, der ist jetzt halb kaputt, ne? Speichert das lieber nochmal. Mission 7 Not. Ja, jetzt bin ich wieder da, wo ich auch die Folge angefangen habe, ne? Und das nach 20 Minuten. Alter. Uncool. Dann mach den kaputt da, los. Mach den im Arsch, den Kreuzer. So, mach den platt. Und komm, der ist doch gleich hinüber. Sehr gut. Alles klar. Dann kann ich mir jetzt den Orca wieder nehmen. Ja, und hier dieses Dorf ausrotten. So, alles klar. Dann bam. Okay. Soll ich das wirklich mit einem Hubschrauber machen? Das wär's ja, ey. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Dass ich hier vielleicht irgendwo einen Manneken-Hubschrauber kriege oder so. Ich hab keine Ahnung. Komm, den kriegst du aber. Oh Gott. Hey, Leute, wenn das wirklich jetzt nur mit diesem Hubschrauber ist... Dann kann das noch dauern, ey. Dann dauert das echt noch eine Weile. Bevor ich den hier verliere. Oh, Act of Instinct. Genau. So, und der ist jetzt gleich weg. Der Sack hier.
Ja, der will schön auf den kaputten Panzer gehen. So. Dann Orca. Aber das ist echt blöd, ne? Dass ich hier echt keine Orcas bauen kann. Das ist echt ein bisschen verarsche, muss ich sagen. Aber wir können jetzt zumindest mit dem Orca hier unten zumindest hier oben dieses Dorf platt machen. So Schritt für Schritt mäßig hier. So. Genau. So. Da macht das Gebäude auch noch platt. Schade gleich dann. Und ja, dann mache ich die Bürger noch kaputt. Gibt's hier nichts, was ich noch irgendwie... Nee, irgendwie nicht. Leute, irgendwie nicht. Hier gibt's nichts mehr. So. Dann zerstören wir weiter das Dorf mit dem einen Hubschrauber, ey. Das ist doch müßig. Das ist doch jetzt gerade echt müßig hier, ey. Ja, klar. Ausgerechnet, das Gebäude lebt noch, ey. Oh, Mann. Zack, 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 zack. Genau, 5 Sekunden und dann wieder hoch hier. Bestätigt, in Ordnung. Moment mal, vielleicht ist ja irgendwas in der Kirche drin. Vielleicht ist ja irgendwas in der Kirche drin. So. Aber ich bin halt echt suspekt, was das angeht, weil das hier noch weitergeht, ne? Jawohl, Sir. Weil die Karte da noch so lang weitergeht hier, da ist bestimmt noch irgendwas. Oder? Ich kenne doch Command & Conquer, Leute. So, in der Kirche ist nichts drin. Dave ist da drin gewesen und Eric und Heidi. Okay. Zack, zack. So. Und weiter geht's. Was zur... Die Bullen heilen sich? Du hast gesehen, da war eben noch ein bisschen Energie. Naja gut. Was ist das müßig hier, echt? Das glaube ich doch jetzt nicht. Das glaube ich doch jetzt echt nicht, ey. Wie müßig. Mit einem Hubschrauber. Wartet mal, speichern. Das Dorf hier platt machen, ey. Ist nicht deren Ernst jetzt. Zum Glück sind die Gebäude alle beschädigt, ey. Ja, meine Uhr klingelt gleich. Ich werde aber noch versuchen, hier zumindest diese Mission fertig zu kriegen. Jawohl, Sir. So. Jawohl, dann mache ich jetzt gleich noch diese Gebäude hier platt. So, und da ist doch auch noch was. Hier. Schieß mal da drauf, bitte. So. Genau. So, sehr gut. Wie gesagt, ich bin skeptisch, was das angeht, tatsächlich. Ob ich da wirklich mit diesem einen Hubschrauber jetzt nur die Gebäude platt machen muss, oder ob da mehr dahinter steckt. Das weiß man halt nicht, ne? Mach das Gebäude platt da. Da, babam, babam, babam. Ihr seid nervig. Leute, ihr seid richtig nervig. Na gut. Dann lade ich auf und baller da drauf. Los. Ja, wie gesagt, die Folge wäre jetzt voll, glaube ich. Einsatzziel. Oh! Was habe ich gesagt? Die Folge ist voll. Ja, genau. Einsatzziel erreicht. Perfekt. Darauf wollte ich doch hinaus und auch mit dem genauen Timing. Alles klar, liebe Leute. Dann haben wir die Mission doch geschafft in dieser Folge. Das ist doch super. Aber wie soll man denn da drauf kommen? Mal ehrlich. So. Jo. Ich werde allerdings die nächste Mission wieder manuell auswählen. Keine Bonusgalerie. Und ja. Liebe Leute, dann würde ich mal sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir das nächste Mal bei Neubauoptionen. Und ja, würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ja? Tschüss.